Was ist das wichtigste Werkzeug in jeder Werkstatt? Tauchsäge, Nägel, Maßband? Nein, Köpfchen. Und deswegen heute 5 Tipps und Tricks. Das klingt doch hohl, oder? Das ist hohl. Das sollte ich mir vielleicht einmal anschauen lassen. Wutkrafter, Dr. Durchleuchter da, Herr Köhler, ich habe Ihre Ergebnisse. Sie haben nur heiße Luft im Kopf. Und was kann man da machen? Nix. Sind Sie froh, dass heiße Luft ist, dann läuft die Brühe nicht ständiger. Ja. Danke. Jo? Schatzi? Der Arzt hat angerufen. Was hat er denn gesagt? Er hat gemeint, ich habe nur heiße Luft im Kopf. Das habe ich immer schon gewusst. Tipp Nummer 1 ist für die Kappsäge. Ich will da was ablängen, angenommen rechts vom Strich. Ich will nicht jedes Mal erst das Sägeblatt runter machen und schauen, wo schneide ich. Wie mache ich das? Ganz einfach. Dazu schnappe ich mir da so ein Reststück Holz. Das lege ich da hin, mache das fest. Das stelle ich mir die Säge so ein, dass ich vorne zwar von oben nach unten durchschneide, aber das Stück nicht komplett kappe. Und dadurch habe ich da jetzt eine super Referenz, wo ich meinen Strich ausrichten kann. Weiter geht's jetzt mit Tipp Nummer 2. Für den braucht man so eine Beilagscheibe. Den kann man zum einen als super Entscheidungsfinder verwenden. Wenn da jetzt ein Loch drin ist, gehe ich einen Kaffee trinken. Ja, Loch. Bis gleich. Prost. Spaß beiseite. So eine Beilagscheibe ist perfekt geeignet, um Konturen abzunehmen. Angenommen, die weiße Platte wäre jetzt eine Arbeitsplatte oder was auch immer und ich will die da hinten an der Wand genau bündig haben und die Wand ist nicht gerade, wie könnte ja gerade sein, wenn ich die gebaut habe, muss ich mir da jetzt zum Beispiel den Spalt irgendwie markieren. Das geht mit einer Beilagscheibe. Oder angenommen, ich will den Durchmesser von der Dose etwas größer haben. Tipp Nummer 3. Ich will einen Rundstab ablängen, auf 30 cm angenommen, und will eine durchgehende, schöne Linie rundherum haben. Wie mache ich das? Als erstes markiere ich mir die endgültige Länge, die ich haben will, und dann schnappe ich mir einen Kabelbinder. Den bringe ich da an die Markierung, ziehe den fest, und dann brauche ich den nur mehr mit dem Bleistift einmal nachzeichnen, und schon habe ich da eine durchgängige, schöne Markierung. Und jetzt als Tipp 3,5, so zwischendrin ein kleiner Vielleicht-Tipp. Warum Vielleicht-Tipp? Ich habe das vorher nicht ausprobiert, ich habe das selber noch im Internet gesehen. Aber der Trick besagt Folgendes, du passt nicht auf. Ups, jetzt habe ich da eine Delle im Holz drinnen und das kann man angeblich rausbügeln. So, Bügeleisen. Ich muss ja gestehen, das macht ja immer meine Frau. Schalten wir das einmal ein. Ah. Warum geht das nicht? Ah. Der Sprit trinkt. Aber jetzt. Schnürt wie ein Kätzchen. Ah, jetzt die Delle.
Probieren wir das aus. Das. Ganz schön nice. Die ist fast weg. Ich kann selber fast. Das gibt's ja nicht. Die ist wirklich fast weg. Man sieht nur ganz leicht, wo ein bisschen die Fasern wirklich, glaube ich, gerissen sind, aber auch vom Finger her, Wahnsinn. Also das hätte ich wirklich nicht geglaubt. Tipp Nummer 4. Ich will das Brett da anschrauben. Oben bündig, vorne bündig. Habe aber keine dritte Hand, dass ihr das ausrichten, halten, schrauben und bohren gleichzeitig könnt. Da kommt jetzt der Zimmermannsdreieck zum Einsatz. Ich lege das da oben an der Kante an. Lasse es da ein bisschen überstehen. Jetzt zwinge ich mir das da einfach fest. So kann ich das da jetzt genau ausrichten. Das ist perfekt bündig. Oben wie vorne. Last but not least, Tipp Nummer 5. Du fräst fröhlich mit deiner Oberfräse 8 mm Nut, weil da 8 mm MDF rein soll. Stellst im Endeffekt dann aber fest, das ist viel zu eng. Die Nut müsste minimal breiter sein. Was tun? Klebeband. Das klebe ich mir da hinten jetzt hin. Weil den ganzen Anschlag verstädeln, das wird sicher nichts, vor allem wenn das jetzt nur ein paar Zehntel Millimeter sind. Und nach der zweiten Fräsung geht perfekt rein. Das waren meine 5 Tipps und Tricks zur Holzbearbeitung, von der Beilagscheibe bis zum Bügeleisen, alles dabei gewesen. Falls du noch mehr davon sehen willst, habe ich dir hier ein Video verlinkt. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.